Werte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, als Berlin bei der Bundestagswahl SPD und Grüne als stärkste und zweitstärkste Partei wählte, waren die Berliner noch frohen Mutes. Die Bundesregierung beschleunigte den Kohleausstieg sowie den Ausbau der Batterie- und Wasserstoffindustrie. Der Traum der Gretas schien in Erfüllung zu gehen. Doch wie so oft kommt nach dem guten Schlaf das böse Erwachen. Das Problem, die Spree besteht ausgerechnet zu 40% aus eingeleitetem Wasser des Lausitzer Braunkohlereviers. Welche Ironie. Zudem benötigt die Produktion von Batterien und Wasserstoff enorme Mengen Wasser. Berlin hat sich also mit dieser Bundestagswahl im wahrsten Sinne des Wortes selbst das Wasser abgegraben. Fakt ist, bei ihren Plänen zum Kohleausstieg hat die Bundesregierung existenzielle Probleme kaum berücksichtigt. Den Verlust von Arbeitsplätzen im Braunkohlebergbau möchte sie unter anderem durch die Ansiedlung von Behörden kompensieren. Werte Bürgerinnen und Bürger, Sie haben sich nicht verhört. Die Bundesregierung denkt beim Schutz des Wassers vor allem an den Schutz ihres Wasserkopfes. Des Weiteren trägt sie der Bedeutung des Lausitzer Braunkohlereviers für die Wasserversorgung kaum Rechnung. Im Koalitionsvertrag vereinbarte sie sogar einen Kohleausstieg idealerweise bis 2030. Ein Realitätscheck zeigt jedoch, beim vertraglich mit Polen vereinbarten Ausbau der Oder befindet sich Deutschland nach 9 Jahren immer noch in der Vorprüfung. Nicht nur die Berliner Autofahrer wissen mittlerweile, dass die Berliner Ampel nicht für Beschleunigung, sondern für Entschleunigung steht. Allerdings ist es höchste Zeit für ein Wassermanagement für die Spree. Und das lieber heute als morgen. Aus diesem Grund begrüßen wir den Antrag von CDU und CSU. Wir benötigen eine Kostenabschätzung und Machbarkeitsstudie, und wir benötigen eine institutionelle Vereinbarung zur Koordination der Beteiligten. Allerdings haben wir auch einige Anmerkungen und Ergänzungen. Erstens, Wasserarmut ist ein regionales und saisonales Problem. Eine Überleitung von der Elbe oder der Oder in die Spree kommt, wenn überhaupt, nur zwischen Spät- und Frühjahr in Frage. Zweitens, Berlin wird mit einer kleineren, natürlicheren Spree zurechtkommen müssen. Denn durch das eingeleitete Wasser ist die Spree unnatürlich groß. Drittens, einen Kohleausstieg bis 2030 darf es nicht geben. Vor dem Hintergrund des Wassermanagements ist sogar ein Kohleausstieg bis 2038 unrealistisch. Und in dieser Angelegenheit hätten wir von CDU und CSU ein klares Bekenntnis erwartet, doch das Fehlanzeige. Viertens und letztens, gerade weil die Studie des Umweltbundesamtes weder die Machbarkeit noch die Auswirkungen auf das Ökosystem einer Überleitung von der Elbe in die Spree geprüft hat, kann diese nicht die einzige Grundlage für ein Wassermanagement sein. Hier muss dringend nachgebessert werden. Vielen Dank.